Und da sind wir wieder bei XCOM. Ja, die Folgen kommen später, weil ich hatte einige Probleme hier. Und ja, wir sind immer noch hier drinne und ich war schon mal durch hier und weiß auch, was als nächstes kommt. Ich weiß, also ich vermute, einer von uns muss sterben. Noch. Weil ich glaube, anders ist das hier alles gar nicht machbar. Was lagern Sie nur in diesen Tanks? Da geht dir ein Scheißdreck an, was die da lagern. Ganz schöne Sachen lagern die da drin. So, der nächste. Da an die Ecke. Einen haben wir noch. Geht erstmal bis hier. Und dann lass er kommen. Komm, Junge, komm her. Schieße die ab. Da sind sie doch, die ersten Speckis. Okay. Feldposten. Und Feldposten. Feldposten. Und nee, auch Feldposten. Der geht auch mal dahin. Und Le Chef geht hoch da. Lass sie kommen. Kommt doch her. Kommt doch her. Ich weiß, da ist was. Was war das? Ich habe euch doch schon gesehen. Kommt doch dicht. Oh, trauen sie sich nicht her. Muss ich echt einen runterschicken. Der bleibt auch Feldposten. Irgendwer muss ja hier die Deckung halten. So, jetzt kommt raus. Ich sehe euch doch da hinten schon, Leute. Wo kommt doch? Traut ihr euch nicht? Trauen sich auch noch nicht dichter, ne? Gehen wir halt dichter. Kriege ich denn die Splittergranate bis dahin? Nee, leider nicht. Okay, Feldposten. Ich sage ja, irgendeinen muss ich hier opfern, so wie das aussieht. Was in Gottes Namen machen die da? Ich wollte es nicht glauben. Aber offensichtlich führten die Aliens Experimente an den Entführten durch. Oh mein Gott. Was haben sie damit nur bezweckt? Sie wollen uns alle töten? Feind in Sicht. Ah, ja. Endlich hast du gesehen. Ja. Feuer. Schöne Slow Motion, schöne Animation, gefällt mir. So, Feind in Sicht. Denken wir gar nicht drüber nach, oder? Feuer. Ah, daneben. Verflucht, Ziel verfehlt. Gucken, ob wir jetzt treffen, von hier hinten. Yeah. Ausgeschaltet. %. Das wird ein Schuss. Punkte auf.
Gemüse. Und jetzt sind die Viecher wieder dran. Ist ja noch einer. Die ziehen sich zurück. Vorrück! Die ziehen sich nicht zurück. Ich weiß, dass da noch einige sind. Das ist mein Problem. Feuer. Kurzer Prozess damit. So macht man das hier. Ja. Wo sind die Gegner? So, Johnny, du musst wohl auch runter. Sonst wird das nix. Auch Le Chef muss kämpfen. Schlimme ist, ich weiß, es wird ein sehr langes Level. Sehr lang. Oh, nicht die Viecher. Schieße gleich ab. Töte es. Du sollst es töten und nicht daneben schießen. Daneben geschossen. Mach es kaputt. Er trifft natürlich wieder auch keine Sau. Daneben geschossen. Aber sie hat wenigstens eingetroffen. Das Schlimme ist, die Viecher sind sehr stark. Nein, geh da weg. Geh da. Gib mir mal den da unten. Du haust erstmal ab da. Das ist das Beste, was du machen kannst. Irgendwer hatte hier Granaten. Rinnenpudding. Das war schon mal nicht verkehrt. Feuer! So. Feuer? Ja, ob das was wird, wir versuchen es mal. Natürlich daneben. Verflucht. Könnte es auch anders sein. Feuerschutz. Hab keine Moon. Und Feuer. Rinnenpudding. Schönes Ding. Eine Knarre ist alle. Okay, die ersten kleinen Krabbelfiecher habe ich überstanden. Enterhaken. Damit irgendwo hin? Natürlich nicht. Schade eigentlich. Dann gehen wir erstmal bis hier. Bin bereit. Bin wieder da. Sehr schön, my friend. Kann weitergehen. Psst. Hört ihr das? Ich höre nichts. Gehen wir doch mal gucken, was da los ist. Ziel erfasst. Die Dicken von der Tankstelle sind wieder da. Die hässlichen Mistviechers. Wenn ich schon mal da stehe, kriegen sie auch gleich auf den Sack, ne? Na, Prozentzahl ist ja voll für den Arsch. Aber wir versuchen es mal.
hab keine Kugeln mehr. Lade nach. Feuer! Kill bestätigt. Yeah! Richtig geil. Einfach mal versuchen. Schade. Gibt's doch gar nicht. Und jetzt ist der Drecksvieh auch noch dran. Nein. So ein Ficker. Schmeißt er mit Granaten. Feuerschutz. Packen wir es an. Feuer. Mann, trifft die überhaupt was? Nicht gut. Sag mal, trifft hier keiner? So, aber du triffst jetzt, oder was? Oder schießt du jetzt auch noch daneben? Geht doch, wenigstens einer hat mal getroffen. Ist ja kein Zustand hier mit dem Verein. Liege unter Feuer. Immer weiter drauf. So, und wenn die schießt, ist eh vorbei, glaube ich. Was? Nächstes Mal kriege ich ihn. Steht echt gut da, wa? Feinde gesichtet! Ach, die Sumsebrums. Weiß ja gar nicht, auf welchen ich zuerst schießen soll. Ist ja der Wahnsinn, sie hat nach dreimal Schießen getroffen. Oh, der muss auch schon wieder nachladen. Geladen und entsichert. Der kann auch langsam mal antanzen hier. Da kommt meine Aliens. Und drin das Ding. Schönes Ding. Ziel eliminiert. Was war das für ein Geräusch? Sie verlieren an Boden. Wer mag ihn abschießen? Na, möchtest du mal? Na komm, wenn du Glück hast, triffst ja. Ey, die Alte, ne? Also wer die zum Scharfschützen gemacht hat, ne? Echt, ey. Gibt's ja nicht. Feuer. Kann ja wohl nicht wahr sein. Muss man immer alles alleine machen? Was eine Gurkentruppe, ey. Zerstört, ja.
wieder am Start. Wir wandern mal dahin. Sonst geht das auch. Los jetzt! Lauf, Jungens! Hört ihr das? Ich habe es gehört. Aber ich habe es noch nicht sehen können. Ob uns was hinter der Tür erwischt, erwartet, oder ist hier alles safe? Okay, noch war nichts zu sehen. Wenn da was kommt, können wir ja immer noch reinschießen. Von was rechts. War das für ein Geräusch? Okay. Wir können uns kein Bild von dem Ding machen. Seine Bewegungen sind so unbestimmt. Ah, okay. Feuer, alle drei. Irgendwas werdet ihr schon treffen, wa? Nicht gesessen. Holen alle. Verdammt! Na, wenigstens hat einer getroffen. Von drei Schützen. Genau. Oh, wir haben einen Toten. Die hat's gerade. Oh Gott. Ey, Johnny, die geht's ja gar nicht mehr so gut. Du ziehst dich mal zurück. Du hast ja wieder voll auf den Sack gekriegt, ey. Feuer.
ausgeschaltet. Ich habe keine Kugeln mehr. Ja, ich würde gerne helfen, aber ich kann weder Medikit noch stabilisieren. Es ist ein bisschen kack hier gerade, Leute. Aber okay, ich habe ja gesagt, einer stirbt mindestens. Wenn nicht sogar noch einer. Das machen die Aliens also zum Zeitvertreib. Immerhin spielen sie keine Computerspiele. Echt mal. Kann weitergehen. Zeit zu killen. Du bleibst hier hinten, Johnny. Du gehst nirgendwo mehr hin heute. Was zum Teufel war das? Ja, ja, die verblutet. Welche brauchen wir? Wir brauchen Zeno. Weniger. Der darf nicht sterben. Das ist der wichtigste Mann. Chef, er darf nicht sterben. Mal gucken. Kommen die dichter? Machen die was? Da, Feuer! Alter, wo hat der denn hingeschossen? Alter, wo schießen die denn hin, Leute? Aber du triffst, wa? Nee, du schießt natürlich auch 100 Meter daneben. Naja, ist verblutet. Haben wir mitgekriegt. So geht das, Leute. Begrüßungskomitee ist die neue Errungenschaft. Aha. So, irgendwo ist dieses Fluggerät hingeflogen. Rock'n'Roll! So, wo ist es denn? Sie ziehen sich zurück! Vorrücken! Da ist es. Verflucht! Ziel verfehlt! Waffe leer! Kann nicht angreifen! Und du gibst ihm jetzt den Rest. Gib ihm. Getroffen. Jo, irgendwo ins Nichts rein kaputt gegangen. Ja, komm, Leute. Ah, den bewegen wir mal wieder. Der kann sich hier auch mal ein bisschen hinbewegen, hin und her.
So, ich weiß, dass genau da unten gleich einer stehen wird. Wen jagen wir denn da runter? Genau. Du gehst dahin. Feind in sich. Ja, es sieht beinahe genau, wie eine größere ist er. Version des Sektoids aus. Le Chef. Aber nur beinahe. Was ist das für eine Energie? Wir sollten vorsichtig sein. Denken Sie daran, was bei unserer letzten Begegnung mit diesem Alien passiert ist. Muss nachladen, gibt's das? Wieder am Start. Feuer. Entweder wir treffen oder wir treffen nicht. Hey, oh man. Kanone leer. Feuer. Bewegt sich. Und es schießt und? Unfassbar. Dieses Alien hat irgendwie die Kontrolle über den Soldaten gewonnen. All unsere bisherigen Fortschritte wären nutzlos angesichts einer solchen Fähigkeit. Ich musste leider meinen eigenen Soldaten töten. So kann's halt gehen. Bin bereit. Und Feuer. Feind ausgelöst. Anscheinend wendet sich das Blatt endlich zu unseren Gunsten. Ja. Mit diesem Gerät haben wir Ihnen eines Ihrer letzten Geheimnisse entrissen. Oh ja. Wir müssen so schnell wie möglich mit den Untersuchungen beginnen. Jetzt, wo wir Ihnen dieses Gerät abgenommen haben, sollten wir uns auf eine aggressivere Vorgehensweise der Aliens einstellen. Ich bezweifle, dass Sie über diesen Verlust begeistert sind. Central, hier Big Sky, der Tank ist voll und die Kinder sind angeschnallt. Over. Verstanden, Voodoo 3-1. Wir sehen uns. Alle gekühlt. Central out. Darauf erstmal. Schön Dampf stecken. Alles in Ordnung, Doktor? Finden Sie nicht, für eine Siegesfeier ist es noch ein bisschen zu früh? Wir haben gerade deren Befehlszentrale neutralisiert. Auf dem ganzen System gibt es keinen weiteren Alarm. Und wir haben ihren Anführer erwischt. In meinen Augen ist das ein Sieg, Doktor. Ach, so einfach ist das nicht, Jungs. So schnell gewinnt man keinen Krieg gegen eine überlegene Macht. Ich bin froh, dass ich nicht die Einzige bin, die versteht, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist. Die Existenz dieses Artefakts, von dem wir annehmen, dass es sich um ein Kommunikationsmittel handelt, wirft die Frage auf, ob der Sektoid-Anführer der Kommandant der Aliens war und mit wem oder was er kommuniziert hat. Ich glaube, dass es sich tatsächlich um dieselbe Kreatur wie bei unserer ersten Alien-Begegnung handelt. Wie wir beobachtet haben, ist es irgendwie in der Lage, seine Gedanken als Waffe einzusetzen. Das ist ja ein Arsch. Wenn wir das Hirngewebe dieser Kreatur untersuchen, können wir diese Fähigkeit vielleicht auch für unsere Zwecke nutzen. Na, schneid doch auf, das Ding. Beförderung, Beförderung. In der Zone. Ein Ziel, das ohne Deckung ist oder in der Flanke angreifen wird, mit einem Präzisionsgewehr zu töten, zählt nicht als Aktion. Aha, okay. Bestätigung. Wiederbelebung. Commander, in die Forschungslabore. Gewehrdeckungsfeuer schießt eine Salve ab, das Ziel niederhält. Nee, komm her. Ja, ja.
ja, ich komme ja gleich. So.